Sind deine großen W-Fragen beantwortet in deinem Leben? Ja. Hast du diese Fragen und sind sie in deinem Herzen beantwortet? Und das will ich heute mit uns betrachten. Ich will sie uns biblisch erklären und will uns eine Antwort geben auf diese großen W-Fragen. Erst wenn die großen W-Fragen, wer bin ich, wozu lebe ich und wohin gehe ich, geklärt sind, wird unser Leben sinn- und hoffnungsvoll. Denn Gott will uns ja Sinn und Ziel geben, er will uns Orientierung geben, er will uns nicht im Dunkeln tappen lassen. Und darum gibt er uns sein Wort. Und sein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Darum sollen diese Fragen beantwortet sein und wir dürfen sie auch unseren Mitmenschen beantworten. Und das ist so gut und wertvoll. Ja, fangen wir einfach mal an mit dem Psalm 139. Dieser Psalm 139 sagt uns viel darüber, wer wir sind. Also wer bin ich, gibt uns dieser Psalm 139 so schöne Antworten. Das ist ein Psalm von David und den wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer ansehen. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Das dürfen wir zuerst mal wissen. Gott weiß alles über uns. Er kennt unsere Vergangenheit, unsere Kindheit, unsere Lebensumstände, unter denen wir aufgewachsen sind. Er kennt unsere Eltern, er kennt unsere Omas und Opas, ja. Und er weiß um alle Dinge, die uns schon passiert sind in unserem Leben. Er war dabei, er ist allwissend. Und das ist schon mal gut zu wissen, dass man einen Gott über uns hat, der diese Antworten gibt, der alles über uns weiß und der unser Herz kennt, wie wir es selbst nicht kennen. Ja? Du darfst auch wissen, dass du einzigartig bist. Du bist ganz besonders von Gott geschaffen. Geschaffen aus Liebe, wunderbar gestaltet und ausgedacht von einem guten Gott, der dich ins Leben rief. Der will, dass es gerade dich gibt. Du bist wunderbar gemacht. Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist deine Bestimmung. Das ist das, wozu du lebst. Ja? Gott will dich segnen und du sollst ein Segen für andere Menschen sein. Du darfst Gott verherrlichen mit deinem Leben und du darfst wissen, du bist ein einmaliges Original. Darum sterbe nicht als billige Kopie, nehme dich an, wie Gott dich geschaffen hat und lebe dieses Original aus und sei da im Reinen mit dir selbst und auch im Reinen mit Gott. Ja, Gott ist wirklich allmächtig, er ist ewig, er ist allwissend und er ist allgegenwärtig. Und das drückt auch dieser Psalm 139 so schön aus. In Vers 4 bis 6. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Ja, das ist manchmal nicht zu fassen, wie groß Gott ist, wie allmächtig, wie allwissend und immer da. Ja? Wir können uns vor ihm nicht verstecken. David beschreibt Gottes Allgegenwart so, in Vers 7 bis 10. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen.
Stark, oder? Wenn man dies weiß, ja, vor Gott kann ich mich nicht verstecken. Vor Gott will ich nicht weglaufen. Er weiß sowieso alles über mich. Gott sieht auch in das Dunkelste unseres Herzens. Er kennt auch die Herzensstübchen, die wir vielleicht ihm noch nicht gerne ausliefern, die vielleicht nicht so schön sind, wo wir noch Dinge zulassen, die ihm nicht gefallen. Aber auch dort sieht er hinein. In Vers 11 bis 12. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Jesus sagt ja über sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Es wird hell um ihn. Er erkennt, was der Sinn des Lebens ist. Er kennt seine eigene Identität. Und er kann daraus ganz sicher und geborgen leben. Ja? Und dann kommt das Schöne hier, 13 bis 15. Ja, dieses beschreibt dieses einmalige Original. Du bist ein Gedanke Gottes. Du bist von Gott gewollt und du bist eine Gottesidee. Und das dürfen wir verinnerlichen und wissen. David sagt hier, du hast mich in meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Ja, als die Samenzellen von deinem Papa und deiner Mama zusammenkamen, da hat Gott dich gebildet und er hat dich kreativ gestaltet. Das dürfen wir mal wissen. Du bist ein Wunder Gottes. Jedes Kind ist ein Wunder Gottes. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Sag das mal über deinem Leben. Herr, ich danke dir, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Dann fällt es dir auch leichter, dich selbst anzunehmen, dich selbst zu akzeptieren und selbst mit dir im Reinen zu sein. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Stark, oder? Wenn man dieses mal hat, wenn man sieht, wie sich so ein Baby entwickelt, ja, im Mutterleib, das ist so stark, ja, wie es sich entwickelt zu einem ganzen Menschen, ja. Darum ist es schlimm, wenn man so ein Kind abtreibt im Mutterleib. Es ist schlimm und es gefällt Gott nicht. Ja, es ist so schön, wie sich dann ein Baby bildet. Ja, ich habe das genossen, immer die Hand auf meinen Bauch meiner Frau zu legen und zu schauen, wie das Baby sich bewegt. Es ist jedes Mal ein Wunder. Ja, also du bist spitze, du bist genial. Dich gibt es nicht noch einmal. Ja, ist interessant, jeder Mensch ist anders und jedes Baby ist anders. Es ist schon allein schön, wir haben 4 Kinder bekommen, ja, zu sehen, was kommt da wieder raus. Das ist wieder so anders wie die anderen Kinder. Und das war für mich jedes Mal eine totale Überraschung, zu sehen, wie das neue Baby dann aussieht und wie es besonders ist, auch in ihrer Seele und in ihrer Identität. Ja. Also du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Das ist so gut zu wissen. Gott bestimmt auch dein Anfang und dein Ende. Ihm ist das nicht verborgen. Im Psalm 139, 16 und 18, als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Gott hat uns schon als ganzen Mensch gesehen, als wir noch im Mutterleib so klein waren. Gott hat uns schon als Persönlichkeit gesehen, er hat schon unser Anfang und unser Ende gesehen. Ja? Alle Tage meines Lebens hast du in ein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Ja? Und dann am Schluss schreibt David hier dieses Psalmes, durchforsche mich, oh Gott, und siehe mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und meine Gefühle.
Sehe, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Das ist ein gutes Gebet. Durchforsche mich, prüfe mein Herz, prüfe meine Gedanken, meine Antriebskraft, warum ich was tue, meine Motive, ja. Prüfe mein Herz, ob es dir gefällt. Das ist ein ehrliches Gebet, das ist ein authentisches Gebet, das gefällt Gott. Und wenn wir dann in Gefahr sind, abzuweichen, ja, vielleicht wieder die Welt lieb zu haben und alles, was die Welt uns bietet, dann hol mich zurück, bring mich zurück auf den richtigen Weg.